muss man sagen, kommen doch immer mal wieder mehr Leute jetzt dieses Jahr, obwohl man ja eigentlich immer gesagt hat, so die typischen GTI-Fahrer kommen nicht, weil Inflation, alles teuer hier Anfang 2023. Aber vielen Dank für diesen starken Support. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit, oh Mann, jetzt breche ich mir wieder die Zunge. Moment. Also das ist schon mal ein VW, ne? Aber ich spreche den immer falsch aus. Arteon. 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 VW Arteon. Richtig? Zwei Liter. TSI, 280 PS, altbekannter Motor, Golf 7 Plattform, gibt's, ne? Hier 280 PS, im Golf 7R 300 PS oder 310 PS, bekommt bei uns eine Software Stage 2 Plus Downpipe. Eingangsfahrt haben wir für euch schon gemacht, Eingangsmessung auch, war gerade nur im Gespräch, deswegen konnte ich nicht früher reinspringen. Ist eine Friedrich Motorsport Downpipe mit, oh, jetzt sage ich wieder was Falsches. Also die muss man, glaube ich, nicht eintragen, weil es total legal ist. Also nicht egal, aber legal, weißt du, was ich meine? Ja. Mit EG-Betriebserlaubnis. Bam. Ja, so ist das. Wie gesagt, solider Motor, oft zu Gast in jeglichen VAG-Modellen bei uns. Schön mit einer Stage 2. Muss man sagen, kommen doch immer mal wieder mehr Leute jetzt dieses Jahr, obwohl man ja eigentlich immer gesagt hat, so die typischen GTI-Fahrer kommen nicht, weil Inflation, alles teuer hier Anfang 2023. Aber vielen Dank für diesen starken Support. Haben immer mehr diese kleinen Software plus Hardware oder Software plus Ladeluftkühler kommt immer mal wieder mehr zurück. Also, ja, hier ist eine andere Ansaugung. Offene Ansaugung finde ich jetzt nicht so cool, aber ist halt so, wie es ist. APR, machen wir auch keine Werbung für. Ne? Nee, keine Ahnung, ist halt APR, ist nicht von uns, ist drin. Wie viel Leistung hatte der Serie? 301. Ja, wie gesagt, die Unterschiede zu einem Golf 7R sind doch sehr klein in der Software. Alles andere besprechen wir dann nachher am PC. Ne? Fabi baut es erstmal um.
So, verbaut Simos 19.3, also Basis Golf 8 und, haben wir ja schon erzählt. 2 Liter Motor, Eingangsmessung haben wir euch ja auch schon gezeigt mit 301,7 PS und 380 Newtonmeter. In unserer Stage 2 haben wir jetzt 375,4 PS und 488 Newtonmeter. Es ist immer noch sehr, 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 sehr konservativ, aber ja, ich denke mal von der Leistungsentfaltung und von der Endleistung mit knapp 400 PS, völlig ausreichend gehen. Tut da auch ohne Probleme so. Knapp 390, 400 PS würde auch noch gehen. Aber wie gesagt, hier mal eine Version Stage 2 Soft sozusagen. Und ja, dann gibt es für euch noch eine Ausgangsfahrt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.